Wintereinbruch in Kärnten und der Steiermark. Das EU-Parlament suspendiert einen AfD-Mitarbeiter wegen Spionageverdachts. Und das Wetter bleibt winterlich. Herzlich willkommen bei Aktuell am Abend. Von sommerlichen 30 Grad Mitte des Monats zurück in tiefe winterliche Temperaturen. Der April, der macht heuer wirklich, was er will. Ein Italien-Tief hat in Österreich in der Nacht einiges an Neuschnee gebracht. In Kärnten und in der Steiermark hat es besonders viel geschneit. In der Südweststeiermark haben umgeknickte Bäume einige Stromleitungen beschädigt. Dadurch ist es zu etlichen Stromausfällen gekommen. Rund 3.500 Haushalte sind zeitweise ohne Strom gewesen. Einsatzkräfte sind zahlreich ausgerückt, um auch Bäume zu entfernen und Fahrzeuge zu bergen. Das große Chaos auf den Straßen ist aber ausgeblieben. Und auch die Weinbauern fürchten um ihre Ernte, die durch die frostigen Temperaturen in Gefahr ist. Und ich bin dazu jetzt mit Gernot Frischenschlager aus dem Landesstudio Steiermark verbunden. Herr Frischenschlager, wie ist denn derzeit die Lage? Derzeit ist die Situation vergleichsweise stabil bzw. entspannt. Das liegt vor allem daran, dass wir auch hier am Packabschnitt der Südautobahn in den Nachmittagsstunden eine kleine Niederschlagspause gehabt haben. Es war vergleichsweise wärmer und dadurch gab es nur ein klein wenig Schneeregen. Das ändert sich allerdings, wie Sie vielleicht auch hinter mir sehen können, genau in diesen Minuten jetzt wieder. Und wir haben erst vor wenigen Minuten eine neue Wetter- und Schneewarnung von den Meteorologen der Geosphere Austria bekommen, die besagt, dass die kommende Nacht wohl ähnlich verlaufen wird wie die letzte. Und das bedeutet bis zu 20, 30, auch vielleicht mehr Zentimeter zusätzlichen Neuschnee noch einmal hier dazu. Das bedeutet natürlich auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ASFINAG-Stationen hier rundherum eine weitere lange Nacht. Der Chef dieser Crew ist jetzt bei mir, Markus Bratschko, Herr Autobahnmeister. Was erwarten Sie denn für diese Nacht und wie bereitet man sich vor? Ja, eigentlich wird es ein analog zur letzten Nacht. 6 Mitarbeiter sind bereits seit 18 Uhr wieder im Volleinsatz. 4 Räumfahrzeuge sind besetzt, ein Streckendienst zusätzlich. Grund für den Streckendienst ist die schwere Schneelast an den Bäumen, wo wir auf Schneebruch vorhergesagt bekommen haben und auch davon ausgehen, dass den einen oder anderen Baum auf die Autobahn fallen wird. In der letzten Nacht hat das ja ganz gut funktioniert. Da waren 5, 6 Schneepflüge quasi durchgehend in Schichtbetrieb unterwegs und konnten die Fahrbahnen trotz dieses massiven Neuschnees relativ schneefrei halten. Darauf hofft man natürlich auch heute Nacht. Aber Markus Bratschko hat es schon angesprochen, die große Gefahr, und das ist nicht nur für den Verkehr jetzt die große Gefahr, ist der Schneebruch der Bäume. Die Bäume sind ja jetzt weitaus stärker schon mit Vegetation bewachsen, mit Laub, und nehmen viel mehr Schneelast auf. Deswegen gab es auch heute am Vormittag grobe Stromausfälle im Südwesten der Steiermark. Bis zu 3.500 Haushalte waren da stundenlang ohne Strom. Ich habe gerade mit dem Landesenergieversorger gesprochen. Das befürchtet man auch für diese Nacht und vor allem für den kommenden Morgen. Da kann es leicht sein, dass wieder viele, viele Menschen in der Südweststeiermark, in der betroffenen Region, ohne Strom dastehen. Morgen früh und vielleicht auch noch am Vormittag. Damit vorerst einmal zurück nach Wien ins Studio. Danke, Gernot Frischenschlager. Es geht also winterlich weiter. Wo noch in Österreich, sehen wir uns am Ende der Sendung an. Wir machen jetzt aber einen Themenwechsel, denn 2023 ist eine neue Höchstmarke erreicht worden, was die Meldungen von Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger betrifft, wie die österreichische Online-Meldestelle Stopline heute präsentiert hat. Das Ziel der Meldestelle ist, diese Inhalte zumindest schnellstmöglich aus dem Internet zu entfernen, um die Verbreitung zu stoppen. Wer im Internet auf illegale Inhalte stößt, kann das auf der Homepage www.stopline.at melden. Jede Meldung im Vorjahr waren es 33.349, wird von Mitarbeitern geprüft. Ein Drittel der eingegangenen Meldungen aus dem Vorjahr sind von Stopline als illegal eingestuft worden. Das sind so viele wie nie zuvor. Eine Meldung, die zu illegalen Inhalten führt, erzeugt natürlich bei den Kolleginnen deutlich mehr Bearbeitungsaufwand, weil eben diese Meldung einerseits mit der Polizei geteilt wird, mit dem Provider, sofern in Österreich gehostet, oder eben über unsere Partnermeldestelle. Nur 22 illegale Meldungen beziehen sich auf nationalsozialistische Wiederbetätigung. Bei allen übrigen 10.828 handelt es sich um Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger. Das Ziel von Stopline ist, dass die Inhalte so schnell wie möglich aus dem Internet gelöscht werden. Durchschnittlich dauert das 2,5 Tage. Kein einziges Mal wurden illegale Inhalte im Vorjahr von Österreich aus ins Internet gestellt, am häufigsten aus den Niederlanden.
Wir kommen damit nach Salzburg, wo ein mysteriöser Vergiftungsfall die Behörden beschäftigt. Eine sechsköpfige Familie aus Obertrum ist in der Nacht auf heute nämlich ins Salzburger Uniklinikum eingeliefert worden. Fremdverschulden wird allerdings ausgeschlossen. Die Ursache für die Vergiftungssymptome der Familie geben jetzt aber Rätsel auf. Im Fokus der Ermittlungen stehen Essensreste. Gegen 21 Uhr werden die Einsatzkräfte zu dem Haus in Obertrum gerufen. Die Betroffenen, darunter ein dreijähriges Kind, klagen über Schwindel und Übelkeit. Alles deutet zunächst auf einen möglichen Austritt von Gas oder Kohlenmonoxid aus einem Holzofen hin, was den Einsatz schwierig macht. Gas ist immer sehr gefährlich, ist genau das gleiche wie Kohlenmonoxid. Kohlenmonoxid verbreitet sich wie Flüssigkeit am Boden. Ist dann auch sauerstoffverdrängend und natürlich keine Alltäglichkeit für eine Feuerwehr. Eine Person wird mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, die restlichen fünf mit der Rettung in Spitäler. Neben Rotem Kreuz, Notarzt und Polizei sind 35 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Wir sind dann mit dem bestmöglichen Eigenschutz dann ins Haus vorgedrungen, sprich Atemschutz und Gasmessgerät. Wir haben dann getestet, ob es eine Leckage der Erdgasleitung ist, haben uns auch noch an die Hilfe der Salzburg AG hinzugezogen, beziehungsweise auch einen Rauchverkehrer, da auch nicht ausgeschlossen werden konnte, dass eine Kohlenmonoxidvergiftung war. War dann beides negativ. Das bestätigen auch die Bluttests der betroffenen Personen im Krankenhaus, heißt es heute von der Polizei. Jetzt analysiert die Lebensmittelaufsicht des Landes die Essensreste, denn die Familie soll kurz davor gemeinsam zu Abend gegessen haben. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich dabei um Spinatknödel. Die Proben werden an die AGES, die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, weitergegeben. Ergebnisse der Untersuchungen stehen aber noch aus. Der Gesundheitszustand der sechsköpfigen Familie sei stabil. Niemand habe sich in Lebensgefahr befunden, heißt es heute von der Rettung. Damit kommen wir ins Ausland nach Großbritannien, wo die Regierung ihren umstrittenen Asylpakt durch das Parlament gebracht hat. Durch dieses Gesetz wird das ostafrikanische Land Ruanda zum sicheren Drittstaat erklärt. Migrantinnen und Migranten sollen damit nach Ruanda abgeschoben werden, egal woher sie gekommen sind. Premierminister Rishi Sunak nennt dieses Vorgehen bahnbrechend. Sie wollen nach Großbritannien und schaffen es auch mit Hilfe der Küstenwache. Die holt heute mehr als 100 Migranten aus einem überfüllten Schlauchboot im Ärmelkanal und bringt sie nach Dover. Nach einem SOS-Ruf, mindestens 5 Migranten sind bei der gefährlichen Überfahrt umgekommen. Das will die britische Regierung künftig verhindern. In einer Nachtsitzung ist das Ruanda-Gesetz nun doch durchgegangen. Es soll abschrecken und das Geschäftsmodell von Schleusern kaputt machen, argumentiert die Regierung. Und jene, die illegal kommen, dürfen eine Abschiebung auch nicht mehr bei Gericht anfechten. Dadurch wird der britische Rechtsstaat ausgehöhlt, schlägt die UNO Alarm. This new legislation seriously hinders the rule of law in the UK. Kritisiert werden auch die hohen Kosten des Asylpakts, dessen abschreckende Wirkung Experten bezweifeln. Was das total überfüllte Schlauchboot, das heute von der französischen Küste nach Großbritannien aufgebrochen ist, zu bestätigen scheint. In Deutschland kommt seit letzter Woche ein Spionagefall nach dem anderen ans Licht. Erst gestern wurden 3 Personen festgenommen, die für China spioniert haben sollen. Und heute haben die Behörden einen Mitarbeiter des EU-Abgeordneten Maximilian Graf von der AfD verhaftet. Grafs Mitarbeiter Jian Ge soll verteidigungspolitische Informationen ebenfalls an China weitergegeben haben. Außerdem wirft die Generalbundesanwaltschaft dem Deutschen mit chinesischen Wurzeln vor, chinesische Oppositionelle in Deutschland ausgespielt zu haben. Das EU-Parlament hat Jian Ge sofort suspendiert. AfD-Abgeordneter Kra will die Zusammenarbeit mit Jian Ge beenden, wenn sich die Anschuldigungen als wahr herausstellen, wie Kra selbst sagt. Und in Kanadas Hauptstadt Ottawa verhandeln rund 170 Länder der Vereinten Nationen seit heute wieder über ein weltweites Abkommen zur Verringerung von Plastikmüll. 3 solcher UN-Treffen hat es bisher schon gegeben, allerdings mit wenig Erfolg. Die Staatengemeinschaft ist sich uneinig, vor allem die erdölreichen Länder stehen auf der Bremse. Die Plastikberge im Meer und an vielen Stränden werden immer größer. Auch in Flüssen und an Land wird der Kunststoff zunehmend zum Problem. Die UNO versucht daher, einen weltweit bindenden Vertrag zur Plastikvermeidung auszuarbeiten. Im Moment werden 400 Millionen Tonnen Plastik jedes Jahr produziert. Und das muss sich ändern, denn sonst können wir all diese negativen Auswirkungen auf Umwelt, Klima, Gesundheit nicht stoppen.
sagt die Greenpeace-Expertin, die am UNO-Treffen teilnimmt und mahnt, es gehe vor allem darum, weniger Plastik zu produzieren. Genau in diesem Punkt bremsen aber die Erdölstaaten. Sie sehen in Plastik einen Weg, um weiterhin viel Öl und Gas in die Welt zu bringen. Wenn jetzt zum Beispiel bei Energie oder Verkehr weniger fossil produziert wird, dann wollen sie umschwenken auf die Plastikproduktion. Die Zeit drängt jedenfalls, denn ursprünglich wollte die UNO bis Jahresende eine Einigung erzielen. Wie zu Beginn der Sendung angekündigt und versprochen, blicken wir jetzt aufs Wetter, das kalt bleibt. Wie kalt und vor allem wo, das sehen wir uns jetzt an. Hier sind die Aussichten. Teilweise nass verläuft der Mittwoch, in der Früh kann es wieder bis in manche Niederungen schneien. Im Westen sind sonnige Auflockerungen möglich. Es bleibt überall sehr kühl. Am Donnerstag werden die Schauer seltener, die sonnigen Phasen etwas häufiger. Meist trocken ist es am Freitag und mit Südwind kommt deutlich wärmere Luft zu uns. Perfektes Fernsehwetter heute also. Anni Gülgün-Meyer weiß jetzt noch, was in Kultur hat auf dem Programm steht. Zwei große Premieren stellen wir Ihnen heute vor, im Volkstheater und im Burgtheater. Den neuen Spielplan des Burgtheaters analysiert unser Bühnenkritiker Heinz Sichrowski. Und ganz besonders freuen wir uns heute auf Ursula Strauß, die uns im Studio besuchen wird. Um 19.45 Uhr geht's los. Ich freue mich auf Sie. Zuvor aber wie gewohnt natürlich noch die Nachrichten des Tages, auch in einfacher Sprache. Und die schönsten Geschichten aus allen Bundesländern in Österreich heute, das Magazin. Morgen früh ab 9.30 Uhr begrüßt Sie dann wieder mein Kollege Rainer Reitsamer in ORF 3 aktuell. Bis dahin, machen Sie es gut, haben Sie einen schönen Fernsehabend mit dem Programm von ORF 3. Wiedersehen.